Willkommen zurück bei Pokémon Trading Card Game. Ja, im letzten Part haben wir ja mit Awesome Kind gekämpft. Heute möchte ich mal wieder einen Kampf, und zwar nur einen gegen einen NPC machen. Keine NPC, gegen einen echten Menschen mit einer coolen Hülle. Also Deckbox. Das sah echt nicht schlecht aus. Und das Pikachu da sieht auch cool aus. Ich will so eine Pikachu-Mütze. Wie kriegt man die? Wo hat der das her? Und ja, ihr seht, wir sehen. Oder ihr habt gesehen, wir brauchen nur noch zwei Münzen, um uns dieses Booster zu kaufen. Und ich habe das Gefühl, ich habe den Ton wieder abgedreht. Ja, habe ich natürlich. So, das ist natürlich schon viel besser jetzt. So, unser Gegner darf entscheiden. Shane Gott. Hoffen wir mal, wir gewinnen. Weil ich möchte einfach gewinnen. Egal, ob ich jetzt damit ein Ziel verfolge, also ob ich gewinne oder verliere, ich bin ja trotzdem. Ich darf ja trotzdem, ne? Ich krieg trotzdem meinen Booster-Pack-Sammel-Ding. Leute, ich bin. Das ist mal wieder morgens und ihr kennt mich morgens. Aber trotzdem. Was zum Henker will der denn damit? Stachelrakete, okay. Könnte gefährlich werden. Kann es sein, dass er sich gerade versucht, selber umzubringen? Könnte sein. Es ist sehr gut möglich, dass er sich hier gerade versucht, wirklich umzubringen. Naja, kann uns egal sein. Wir haben leider keine Pflanzenenergie. Obwohl, ich könnte. Ich versuche mal, uns Pflanzenenergie zu holen. Nee, keine Pflanzenenergie. Und das Vieh kann ich nicht zerlegen, deswegen lasse ich es auch erstmal. Weil jetzt einen Versuch zu starten, das umzubringen, halte ich für sinnlos. Weil wenn ich es vergifte und es geht wieder auf seine Hand zurück oder in sein Deck halt, ist es ein bisschen verschwendet. Und wenn er jetzt kein Pokémon spielt, dann hat er das Spiel verloren. Na doch, da kommt noch eins. Ein Fione. Okay, er hat ein Deck, das komplett darauf spielt, in sein Deck zurückzukehren. Und damit haben wir gewonnen. Naja, dann müssen wir vielleicht doch noch ein Spiel machen, sonst kommen wir von der Zeit her nicht hin. Ja, dann kaufen wir uns aber als erstes mal dieses Pack hier. Ich wollte es haben, ich will es haben. Und wir haben es. Damit kriegen wir hier so eine formschöne Münze, ein Shift-Try. Okay, ein, wie hieß denn das Vieh nochmal normal? Ach, ich komme gerade nicht drauf. Mit ganz netten Werten, aber man kann es leider nicht tauschen. So. Wir gehen dann mal. Ach Quatsch. In die Sammlung. Genau, Sammlung war es, wo wir hin müssen. Zu den Booster Packs und öffnen die. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen was angehäuft. Fangen wir doch mal vorne an. Ich hoffe, jetzt lädt es zumindest. Habe ich das nicht schon? Ach so, das glitzert, das Floink. Ein Ditto. Wir haben ein Ditto, Leute. Ich hatte noch nie ein Ditto. Während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du ein Basis-Pokémon auf deine Hand auf dieses Pokémon legen. Das zählt nicht als Spielen des gewählten Pokémons oder Entwickeln deines aktiven Pokémons. Dieses Pokémon ist jetzt das aktive Pokémon. Alle an dieses Pokémon angelegte Karten sowie alle Schadensmarken, spezielle Zustände, Spielzüge und alle anderen Effekte verbleiben auf dem neuen Pokémon. Okay. Müssen wir mal im Spiel testen, wie es funktioniert. Werde ich auf jeden Fall in ein Deck tun. Ich meine, es ist ein Ditto. Okay, und die restlichen Karten laden gerade irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil mein Internet ist eigentlich eine 32.000er Leitung. Ach so, da können wir es gucken. Okay. Elezeber mit Schmetterkick. Ja. Ein Zwirrlicht mit Konfusstrahl finde ich gut. Und ein Frigometri. Ach so, das hier fehlt noch. Ah, noch ein Sominam. Haben wir ja eigentlich auch schon. Ja, Frigo. Ups. Ja, schön, habt ihr jetzt kurz mal mein Aufnahmeprogramm gesehen? Ich habe aus Versehen aus dem Fenster geklickt. Gut, mal mit dem Flammenmeer weiter. Da sind zwei neue Karten dabei. Ja, die eine habe ich jetzt entmarkiert. Ah, ein Rockkaiman. Haben wir das nicht schon? Ich glaube schon. Und ein Tandrak. Das habe ich auf jeden Fall schon. Aber ich glaube, das, was ich habe, kann ich nicht tauschen. Dieses kann ich tauschen. Gut. Dann geht's jetzt ans Eingemachte. Höp, was bist du denn?
Sieht aus wie ein Periskop, ja, Handperiskop. Dein Gegner deckt die Handkarten auf, aha. Ein Fiaro, das wird ja gerne mal gespielt, ne? Awesome Kind. Ich weiß ganz genau, dass du zuguckst, tu nicht so. Jo, jetzt müssen wir hier warten. Ah, noch ein Suminam. Ein Irbis, was wir neu haben. Ein Klavion. Mit gedämpftem Licht, das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Verwirren mag ich immer. Und ein Jan Mega. Gut, machen wir weiter. Ich weiß auch nicht, warum das gerade diesen Ladebug hat. Aber jetzt tut's. Gut, ja, die sind nicht so besonders. Dann haben wir hier Super Tieftaucher. Heil 3 Schadens-Pokémon. Schadens-Pokémon, ja, Schadenspunkte und tausche es aus. Das ist schön. Noch ein Watzhaft, das habe ich zwar schon, aber jetzt haben wir es nochmal. Und ein Käuferwaff mit einer ganz besonderen Frisur, aber glaube ich den normalen Skills. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich mag dieses O-Mod. Und das letzte Booster. Ja, jetzt habe ich auch so ein Ding. Zum einen haben wir hier einen Biscora, also ein neues Drachen-Pokémon für mein Drachendeck. AZ, den kennt jeder, der Pokémon X gespielt hat, der Wanderer. Nimm eins deiner Pokémon im Spiel auf deine Hand. Aber dafür alle angelegten Karten werden auf den Ablagestapel gelegt. Nicht unbedingt toll. Der Robo-Ersatz, das ist so eine Art Delegator. Den haben wir schon im Einsatz gesehen. Dann Sperrzeit. Auch nicht schlecht, finde ich. Ist halt immer, naja, situationsabhängig. Und ein Voltenso-Ex, das kommt auf jeden Fall in mein Ex-Deck rein. Da muss ich mehr Elektroenergie reintun. Also das ist echt nicht schlecht, dieses Voltenso. Ich werde es reintun. Moment, dann gehen wir gleich mal in den Deckmanager. Ich wurde hier eh darum gebeten, mehrfach Meloetta rauszuschmeißen. Dann machen wir das so. Ich werde jetzt an dieser Stelle live Meloetta raustun. Und Voltenso X kommt rein. Dann gucke ich mal bei der Energie. Ich weiß, die meisten werden hier das Grauen kriegen. So, mache ich mal eine Wasserenergie raus und mache dafür eine formschöne Elektroenergie rein. So, dann speichern wir. Obwohl, Wasser brauche ich eigentlich auch egal. Ja, das passt so. Speichern. Und wir machen gleich nochmal einen Testkampf mit dem neuen Pokémon. So. Joa, Extreme 2 zeigt jetzt, was es kann. Mit dem Voltenso-X. Wenn wir Gegner finden. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen ungeduldig. Das liegt daran, ich nehme gerade am zweiten Weihnachtsfeiertag ganz früh morgens auf. Warum ich so früh morgens aufnehme, das hat eigentlich einen ganz logischen Grund. Sag mal, gab es das als Weihnachtsgeschenk oder was? Und ich habe es verpasst. Ja, der logische Grund ist eigentlich, wie man sich denken kann, wirklich einfach. Ich bin heute mal wieder mit der Familie, also ich habe heute wieder die Familie um die Ohren. Und das bedeutet, ich komme heute Nachmittag oder heute Mittag dann schon wahrscheinlich nicht mehr richtig zum Aufnehmen. Fazit, ich muss alles, was ich jetzt brauche, schon jetzt aufnehmen. Und hier gibt es jetzt Ex gegen Ex. Weil der Unheilsball, der ist gefährlich. Der ist richtig gefährlich. Na gut, überrennen. Er hat keine Bank-Pokémon, das heißt, ich kann überrennen nicht wirklich ausnutzen. Obwohl, jetzt schon. Ah, schick alles, was du. Da waren gute Karten dabei. Also zumindest das Kraft. Das Muskelband hätte ich noch angelegt. Bevor ich das gemacht hätte. Auch wenn mein Voltenso dann halt etwas an Kraft gewinnt. Das ist garantiert ein Hyperball. Sage ich hier. Mal gucken, was er jetzt. Wenn er noch mehr Ex-Pokémon holt, dann brauche ich hier nur mein Suicune. Aber bis jetzt sieht es so aus, als ob da gar nichts kommt. Doch ein normales Xerneas, von dem wir ja auch eine Marke haben. Eine Spielmarke. So, Voltenso, du darfst jetzt dein Überrennen-Skill mal zeigen. 40 Schaden wegen der Schwäche. Oh, das ist schön. Dann ist es nächste Runde so oder so erledigt.
Ja, ich ziehe lieber mal auf das Pokémon, das mir am meisten Sorgen macht, nämlich dieses Xerneas. Das, Shaymin oder wie auch immer das heißt, das ist eher Nebensache. Auch wenn der Rachestoß verdammt gefährlich ist. Also da muss ich dringend aufpassen. Aber wir haben halt wirklich unser Suicune hier, das beschützt uns. Bloß halt nicht vor Nicht-Ex-Pokémon. Und ja, jetzt können wir hier warten, dass der seinen X-Ball macht. Oder seinen Unheilsball. Entschuldigung, ist ja ein Y-Pokémon. Ja, das sind 60 Schaden, die er mir machen kann, gesamt. Ist aber jetzt nicht die Welt. Oder 80. Bei 80? Ach so, Entschuldigung, 20 weitere Schadenspunkte, nicht 20 Schadenspunkte. Verzeihung, da habe ich mich vertan, aber der Offensivlaser beendet das. Laser, ja, Laser beendet das Ganze. Und wir kriegen ganz, ganz viele tolle Karten. Und die sind sogar für Suicune gut, wenn wir dem gerade mal viel, viel Energie draufhauen. Wenn der jetzt da dran noch am besten eine Ausrüstungskarte legt, von mir aus auch so ein unverwüstliches Amulett, dann zerlegen wir den auch. Direkt im Anschluss. Schade, dass ich kein Stahl-Pokémon da habe. Oh, der braucht jetzt hier Karten. Das ist dem auch bewusst, dass er jetzt langsam gute Karten braucht. Oh, noch so ein Xerneas X. Naja, oh, zwei. Je mehr Ex-Pokémon im Spiel sind, desto schöner wird's doch. Ich könnte auch Glurak einfach die Power geben. Und dann mit dem Feuersturm hier alles niedermetzeln. Das ist halt so die Frage, was mache ich? Oder dem Wirbelwurf, aber da ist halt die Chance, dass man es trifft, relativ gering. Aber eins kann ich auf Glurak setzen, das macht hier nichts. So, ja, komm, Offensivlaser. Ich mag die Attacke. Die braucht wenig Energie und macht verdammt viel Schaden. Und besonders wenn der Gegner Ausrüstung hat. Dann ist der Schaden übermäßig. Los, komm, jetzt muss hier. Jetzt muss hier wirklich. Na, der scheint nur seine Energie an für den X-Blaster aufzuheben. Na gut, wenn er meint. Jetzt kann das Vieh sonst noch in die Bresche schlagen. Okay, auch. Oder eine Bresche schlagen. Auch eine verdammt starke Attacke. Aber ich habe hier immer noch meinen Boreos. Ebenfalls ein starkes Pokémon. Ich denke auch, ich werde Boreos ein bisschen stärken. Ich habe so ein kleines bisschen Angst vor dem Vieh, auch wenn mein Suicune, obwohl ja, Suicune ist eigentlich das stärkere Pokémon. Ich kann mit Suicune wahrscheinlich hier alles regeln. Ich weiß ganz genau, was er vorhat. Und das ist doof. Das ist sehr doof. Der wird jetzt nämlich zwischen den beiden mit seinem Killerangriff hier hin und her spielen. Und ich kann dagegen nichts unternehmen. Und das Vieh kann mit der Regenbogenlanze meinen Suicune im Notfall umlegen. Das ist echt schlecht für mich gerade. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich dem ausweichen kann. Beziehungsweise wie ich da was unternehme. Ich schicke erstmal Boreos vor. So, Wasserenergie habe ich für Suicune, das ist gut. Ja, meine Energien kann ich mir nachher immer noch zurückholen, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich brauche Feuerenergie, dann zünde ich die Viecher einfach an. Ab, ja, ich brenne sie ab, nachdem ich sie angezündet habe. So. Ich habe Angst vor dem Vieh. Ich weiß noch nicht, wie ich es platt kriege. Außerhalb mit Suicune. Aber da bräuchte ich eigentlich mein unverwüstliches Amulett für. Wenn ich das hätte, ne? Ja, jetzt will er Suicune. Ach so, der will mein Glurak hier aus dem Weg räumen. Ja, so habe ich es ja gerne. Hier einfach auf meinen Suicune einprügeln. Auf meinen Glurak. Entschuldigung, nicht Suicune. Ja, kann diese blöde Energie hier immer hin und her schieben. Und das macht richtig viel Schaden, ja. Und da ist mein Pokémon auch schon hin. Nee, da muss jetzt mein Suicune hin.
Das hat so keinen Sinn, sonst verlieren wir. Oh Gott, ich weiß echt nicht, wie ich den besiegen soll. Vor allen Dingen, wenn er jetzt klug ist, hat er gewonnen. Ich hasse Feen. Dann holt er nämlich dieses Xerneas, pumpt es mit allen Energiekarten auf. Ja, er ist klug. Und dann setzt er die Regenbogenlanze ein und ich bin weg. Aber ich wäre verbunden, wenn er ein bisschen schneller agieren würde. Ja, immerhin denkt er daran, was er für Möglichkeiten hat. Das hasse ich an Feen, dass die immer so hin und her schieben. Gut, Leute, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben, da freue ich mich immer drüber. Ach so, Quatsch, wir sind ja noch gar nicht tot. Ups. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass wir da noch leben. Wir leben. Abmoderation kam viel zu früh. Doch, wenn ich morgens aufnehme, ne? Was bist du denn? Darf ich jetzt hier irgendwas machen? Nee. Okay, jeder Spieler mischt die Karten einfach wieder in sein Deck. Ist da nicht außer Trumpfkarten? Ist der Meisterball keine Trumpf? Achso, nee, Asskarte und Trumpfkarte, sind das die gleichen? Achso, außer diese Flordelis ist Trumpfkarte. Gut, dann fürchte ich, haben wir verloren. Diesmal wirklich. Ja, ich hätte Suikyo noch umbringen können, wenn ich gewollt hätte mit Boreos, aber ist ja egal. Gut, Leute, dann lasst mir diesmal wirklich einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.